Nachverpflichtungen wie Ryan Miles und Dustin Stever haben das Team ganz klar verstärkt. Und wenn jetzt Cole zumindest ein bisschen von der Hobbs-Rolle übernehmen kann, dann würde das natürlich sehr helfen, denn mit Braden Hobbs da fehlen den Braunschweigern vor allen Dingen zwei Dinge, nämlich Kreativität und Würfe von außen. Jetzt sind wir soweit. Midgard und Turudic beim Sprungball. Und der erste Ballbesitz gehört den Gastgebern von links nach rechts. Matsuni, guter Pass auf Midgard und er stoppt den gleich mal ein. Das ist sein Auftakt nach Maß. Das Play, was angedacht war, funktioniert und die ersten Zähler. Braunschweig mit Miles und Stever, die beiden Nachverpflichtungen. Stever zuletzt mit einem ganz starken Spiel gegen die Bayern. Miles, Shotclock tickt runter. Der Ausgleich. Gut aufgepasst von Turudic. Braunschweig defensiv sicherlich die bessere Mannschaft, die aggressivere Mannschaft und sie kommen hier über den Ballgewinn ins Laufen, die Punkte von Sliva. Die Bank reklamiert da noch, war geschoben, hätte gerne noch den Bonusfreiwurf gehabt. Brandon Tischler als guter Verteidiger gegen Matsuni, um Druck zu machen. Da haben wir den ersten Dreierversuch von Stucky. Krämer, obwohl Topscorer, spielt ja in der Regel bei den Braunschweigern von der Bank, so auch heute. Und der hätte gezählt, wenn die Ryan Miles den gemacht hätte. Ich will jetzt nicht sagen, was ich vorher gesagt habe. David Krämer spielt in der Regel von der Bank, aber er spielt schon des Öfteren von der Bank. Hier die Punkte von Dwayne Miles. Jetzt kann er an der Linie noch was draufpacken. Sehr gut unterwegs in den letzten Spielen. Über 20 Punkte in den letzten 5 Partien, auch 18 gegen die Bayern erzielt. Der Mann, der im Dezember nachverpflichtet wurde, hat dann alles ein bisschen gedauert, bis die Freigabe da war. Das hat die Braunschweiger natürlich geärgert. Aber jetzt ist er ganz klein Leistungsbringer. Starker Block von Amaze, perfekt getimt. Zum Block. Matsuni. Braunschweig ist gut zurück, aber Stucky trotzdem vorbei und mit den leichten Punkten. Viel Tempo drin in der Anfangsphase. Beide Mannschaften versuchen schnell umzuschalten. Amaze. Lieber mit dem Fehlversuch von außen. Stucky fackelt nicht lange. Das sind natürlich Würfe, wo du dich oft fragst, müssen die sein? Aber wenn er trifft, hat er recht und er trifft 40% von der Dreierlinie. Foul Braunschweig von Benedikt Turudic. Matsuni geht an die Linie und Nikola Markovic nimmt den ersten Wechsel vor. Das ist nochmal wirklich exzellent verteidigt von Robin Amaze. Mo Stucky, der pumpt schon ordentlich. Er hat ja gefehlt wegen einer Erkältung in Heidelberg. Vielleicht ist er auch noch gar nicht wirklich in der Lage, in dieser Intensität 6-7 Minuten am Stück zu spielen. Matsuni, der finnische Nationalspieler, zusammen mit James Bateman die Offensivkraft zuletzt in Heidelberg.
wenn er den trifft, wäre es die erste Führung für Greilsheim in dieser Partie. Ganz locker, ganz entspannt, dreimal von der Linie. 7-6. Jurovic Amaze, der als Vorbereiter jetzt einfach mehr tun muss ohne Braden Hobson. Das kann er ja. Er kann Pässe spielen, Robin Amaze. Das hat er hier gezeigt. Benedikt Turudic mit seinen Punkten. Und diese Punkte von Turudic, das sind seine ersten Punkte, seit er zurückgekommen ist von seiner Fußverletzung. Eigentlich komplett außer Form in den ersten drei Spielen. Danach keinen einzigen Korb erzielt. 0 von 7 aus dem Feld. Heute jetzt also hat er diesen Bann gebrochen. Matsuni. Guter Auftakt von Finn. Als aufs Lieber gut gespielt, die beiden Nachverpflichtungen im Zusammenspiel. Wieder Matsuni. Es geht hier hoch und runter. Amaze für drei und der passt für Robin Amaze. Erster Assist, jetzt der erfolgreiche Drei-Punkte-Wurf. Braunschweig mit 13 Punkten nach noch nicht einmal 4 Minuten. Und wie gesagt, das ist die Mannschaft mit dem schlechtesten Offensivrating der Liga. Aber Greilsheim eben auch mit der schlechtesten Verteidigung. Lewis, schöner Eurostep. Also das macht hier Spaß zuzuschauen. Wer hier Abstiegskampf kratzen, beißen erwartet hat, der hat, was die Eleganz und Schönheit des Spiels betrifft, bislang seine Erwartungen übertroffen gesehen. Aber es ist auch klar, wir haben noch nicht mal 5 Minuten gespielt. Und wenn das hinten raus knapp bleibt, dann wird es hier richtig rund gehen. Tischler gegen Maxuni mit dem Größenvorteil. Macht er gut im Post-Up. Die Tischler-Zwillinge ja beide exzellente Athleten. Um Gottes Willen, das war jetzt natürlich nicht Brandon, sondern Nikolas, der die Punkte erzielt hat. Nee, Quatsch, es war Brandon. Was rede ich denn? Brandon steht heute in der Startformation. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, die beiden schwer nur auseinanderzuhalten. Maxuni drückt dem Spiel, zumindest auf Greilsheimer Seite in der Anfangsphase, seinen Stempel auf. Sieben Zähler schon, 2 Assists. So, nochmal Brandon Tischler jetzt mit dem Ballverlust und die leichten Zähler für Jaron Lewis. Einfach gut. Also beide Point Guards hier mit sehr guten Aktionen in der Anfangsphase. Midgard, der Block von Brandon Tischler, der jetzt geht. Für ihn wird sein Zwillingsbruder Nikolas kommen und es kommt der Topscorer David Krämer und es kommt, wenn wir nochmal Benedikt Turudic sehen, Gilson Bango. Erstmals nach seinem Fingerbruch Mitte Januar. Die Ärzte haben gesagt, als die Drähte raus waren, er kann sofort voll einsteigen. Jesus Ramirez hat gesagt, nee, nee. Ein bisschen in Shape muss der auch kommen. Midgard. Stieber gegen Stevens, der ist deutlich kleiner, aber Miles Stevens ist so. Also er ist klar der beste Verteidiger bei den Merlins. Und er bekommt auch nicht genug Anerkennung für seine Verteidigung, weil die Mannschaft insgesamt relativ schwach verteidigt. Nächster Ballverlust.
Bateman gerade erst ins Spiel gekommen mit dem Dank. Also die Fehlerquote nicht nur wegen des Tempos hoch, natürlich auch, weil hier viel auf dem Spiel steht. Krämer, sein Vater ist heute in der Halle, auch ein ehemaliger Bundesligaspieler. Maxuni, da kann man auch einen Foul pfeifen. Ich kann verstehen, warum er sich da beschwert. Und wir haben die erste Auszeit genommen von Braunschweig, von Jesus Ramirez. Super gute Quoten auf beiden Seiten. Kreilsheim 9 von 14 aus dem Feld, 7 von 10 die Basketball-Löwen. Verteidigung könnte auf beiden Seiten ein bisschen größer geschrieben werden. Die EuroLeague hatte Doppelspieltag in dieser Woche. Wir haben die schönsten Bilder für Sie. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Wir haben noch 7 Teams, die um 4 Playoff-Plätze kämpfen. Die ersten 4 stehen fest und die haben auch alle Heimvorteil für Reus, Real, Barcelona und Monaco. Jo Vogtmann mit Mailand jetzt definitiv ausgeschieden und weiter geht's am Donnerstag mit dem Istanbul-Derby. Fener gegen Anadolu und eine Stunde später dann die Bayern bei den Königlichen in Madrid. Da der Ballverlust. Und leichtes Spiel für James Payton. Eine ähnlich gute Nachverpflichtung auf der Guard-Position wie auf der anderen Seite Irvine Miles. Und er kam ja, James Payton, für Otis Livingston, der nach Bayreuth gewechselt ist. Und der kommt am Mittwoch mit den Bayreuthern hierher. Also das wird dann auch ein Spiel unter besonderen Vorzeichen in der Arena Hohenlohe. Nächster Ballverlust. Im Moment so ein bisschen Oberwasser für die Gastgeber. Und jetzt kommt er zum ersten Mal. RJ Cole mit der Nummer 20 Braunschweig in dieser Saison, was die Ballverluste betrifft. Die zweitschlechteste Mannschaft heute. Haben sie bislang dreimal das Spielgerät hergegeben. Bateman mit Foul, das Foul geht gegen Schürzenbango und verschafft sich gerade so ein bisschen Luft die Merlins. Auch dank ihm hier, dank James Bateman, der von der Bank kommend jetzt in kürzester Zeit schon 4 Zehner markiert hat und jetzt auch noch nachlegen kann. In Heidelberg hat er viel auf der 2 gespielt, weil Mostaki fehlt und wir haben ja auch den Headcoach gehört, Nikola Markovic, der gesagt hat, das kann er auch, das ist ein Combo Guard. 28 Punkte waren es für ihn in Heidelberg. Dazu 3 Ballgewinne, aktuell 9-0 Lauf der Merlins. So, Cole. Ah, guter Pass von David Krämer, den man ja häufig vorwirft, dass er einfach nicht genug Assists spielt. Und dann meldet sich auch Schürzenbango zurück. Schöner Dank vom 24-jährigen Angolaner, der ja bis zu seiner Verletzung durchaus als eine der positiven Entdeckungen in der Saison gewertet werden konnte. Krämer gut verteidigt von Nikolauskas mit dem Block. Starkes defensives Play vom Litauer. Oh, der Pass ist aber dann wieder katastrophal in die Hände von David Krämer.
Den muss er deutlich höher ansetzen, wenn er da das Spielgerät bei Radoslavljevic an den Mann bringen will. Der klasse Block von Arunas Michalauskas. Und wir haben nochmal einen Ballverlust. Sehr präzise sei er, sehr klar in seinen Entscheidungen, hat Jesus Ramirez über RJ Cole gesagt, der natürlich noch keine große Erfahrung hat, aber wirklich gute Zahlen aufgelegt hat in Griechenland. Klasse Verteidigung von Nicolas Tischler, der da überhaupt keine Chance lässt für Maurice Ducky. Und dann muss der Pass zu Stevens und Krämer ist ebenfalls aufmerksam. Und jetzt sind die Kreilsheimer bei den Ballverlusten auch schon bei 4 gelandet. Aber es ist ein kleiner Unterschied. Braunschweig forciert diese Ballverluste über Verteidigung. Auf der anderen Seite ist es hier und da doch mal eher in der Kategorie Unforced Error. Erster Wurf von Kohl verfehlt. Und danach sein Foul. Ja, das ist nie leicht in dem ersten Spiel. Du musst diese Balance finden. Auf der einen Seite willst du zeigen, was du kannst. Auf der anderen Seite gerätst du dann immer ein bisschen in die Gefahr hinein, zu viel zu versuchen. ...1,24 noch im ersten Viertel. James Bateman. Im Januar kann er ja nach Kreil sein. Der Mann, der jetzt hier den Ball vorbringt. Oh ja. Bis hier zum Topscorer avanciert. Mit Aktionen wie diesen hier. Sein Vorgänger Otis Livingston spielt jetzt sehr gut in Bayreuth. Wie gesagt, am Mittwoch treffen sie ja aufeinander. Heißes Duell zu erwarten. Luke van Sloten. Airball aus der Ecke. Von Krämer, aber Braunschweig kämpft. Und dann ist eine Sprungballsituation direkt vor der Braunschweiger Bank. Und Jesus Ramirez sagt, der Ball war doch schon bei uns. Krämer, dass er hier aus der Position einen Airball abliefert, das sieht man auch äußerst selten. Und jetzt kann ich nicht sagen, wann der Pfiff war. Letztendlich war aber der Ball im Fanslosen. Die Braunschweiger Dreierquote. Die schlechteste der Liga mit 31,1%. Dann ist der Ausfall von Braden Hobbs natürlich doppelt bitter. Er ist nicht mit hier nach Kreilsheim gereist. Vielleicht schaut er zu Hause zu. Braden, gute Besserung. Alles, alles Gute. Mannschaftsvollgrenze erreicht und deswegen die Freiwürfe für Nicolas Tischler. Die Geschichte der Tischler-Zwillinge ist ja schon oft erzählt, aber für die, die nicht regelmäßig dabei sind, die beiden haben eine komplette Saison ausgesetzt, die Spielzeit 2021. Und mit Holger Geschwindner, dem Mentor von Dirk Nowitzki, trainiert. Und danach den Sprung nach Braunschweig in die erste Liga geschafft und sind vor allen Dingen defensiv schon sehr, sehr wertvoll. Bateman. Ja. Der fühlt's jetzt. 11 Punkte für ihn, 9 für Maxuni. Es ist ja wie in Heidelberg. Die beiden tragen die Offense. Versuch von Cole.
aber Braunschweig hat den Ball noch. 6 Sekunden noch. Krämer wird ihn nicht mehr hergeben im Privatduell mit Stucky. Aber das ist dann letztendlich nicht die richtige Entscheidung. Greizheim erzielt 30 Punkte im ersten Viertel, führt mit 30 zu 21, 71% aus dem Feld für die Merlins. Kaum Rebounds, klar, Wurfquote bei Greizheim überragend und bei Braunschweig zumindest solide. Demnächst bei Magenta Sport. Das und viel mehr demnächst bei Magenta Sport. Die Highlights im Basketball morgen kurz.